Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ja, wir spielen Industrie Gigant 4 im Early Access. Jawohl, wir spielen einen neuen Industriesimulator oder das Industriebauspiel, wie man es nennen möchte. Wir sind hier gerade im Hauptmenü drin. Ich habe gerade das Tutorial mal durchgemacht, weil ich wollte vorher schon aufnehmen, habe dann irgendwie gedacht, hey, irgendwas stimmt nicht, irgendwas kapiere ich nicht, weil irgendwie funktioniert es nicht. Jetzt habe ich es kapiert, also so circa, es funktioniert auf jeden Fall alles und ich glaube, ich kann auch mittlerweile Fehler ausmerzen in diesem Spiel. Bedeutet, wir werden uns das Spiel mal anschauen und schauen, wie gut dieses Spiel am Ende auch ist. Deswegen gehen wir jetzt in den Einzelspieler. Ich habe schon gesehen, hier gibt es von Writing Ball oder mit Writing Ball entwickelt eine Herausforderung. Die werden wir vielleicht mal machen, aber wir werden jetzt erstmal anfangen mit dem Zwei-Gipfel, mit der Zwei-Gipfel-Karte. 8x8 Kilometer, 64 Quadratkilometer insgesamt. Wir nennen unsere Unternehmen mal. Das ist die Karl und Heinz GmbH. Wir haben die Karl und Heinz GmbH und wir starten direkt mal rein. Wir werden zuerst mal auf eine Stadt festlegen und dann schauen, wie wir erweitern. So, wir sind hier bei Blackburn, Fall City und Palmer Beach. Gut. Ich finde Palmer Beach vom Aufbau relativ cool. Haben wir hier eine Möglichkeit, vielleicht in der Mitte was? Oh, zentraler Einkaufsplatz. Das ist eine gute Sache. Hier wird man noch, aber hier hat man reines Feldgebiet, ne? Dann könnte man hier die Industrie später vielleicht hinsetzen. Das sind nur teure Gebiete, die nichts können, oder was? Super. Da kann ich Leichtindustrie mehr platzieren. Auch nicht schlecht. Hier wäre auch nochmal so ein Weizenfeld. Aber ich würde hier drüben anfangen. So bedeutet, wir fangen erstmal an. Ich glaube, ich kann das auch mit C öffnen, ne? Jawohl. Gut. Dann öffnen wir hier die Landwirtschaft. Die platzieren wir jetzt relativ mittig. Lassen die Zeit mal langsam laufen. Ich baue gleich mal auch ein Fahrzeugdepot. Das ist eine Straße, ein LKW-Depot. Das würde ich irgendwo platzieren, wo wir jetzt nicht unbedingt so viel Platz brauchen. Gut, jetzt wird es nämlich noch relativ easy. Wir bauen erstmal ein... erstmal gehen wir hier drüben hin, weil das hat noch keine Production. Und wir müssen hier erstmal 5 Felder platzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt sagen wir hier unverpacktes Gemüse. Denn das ist, was sie am Anfang normalerweise speichern. Danke. Wenn wir hier reinschauen, unter Bedarf. Genau. Kleidung, unverpacktes Gemüse und Holzspäne wollen sie. Und da sieht auch immer dabei, woher das kommt grundsätzlich. Dann gehen wir jetzt hier auf Construction. Wir machen eine Straße, aber wir gehen direkt Luxus, wir gehen eine Straße. Dürfte ich bitte, dankeschön. So, und jetzt nutzen wir die Chance und bauen hier einen Handdepot zum Bauen. Wir brauchen einen Lebensmittelladen hier in der Mitte. Dann richten wir gleich mal eine Route ein. Neue LKW-Linie. Ah, und wir müssen noch schnell Fahrzeuge kaufen. Wir kaufen direkt mal 6 davon. 6, wir gehen auf 45 Tage Lieferzeit, weil das erhöht schon mal unsere Zeit bis, oder den Rabatt, den wir bekommen. Wir kaufen mal 6 von den kleinen, gehen auf Unterschreiben, dann werden die jetzt auch bald geliefert. Und jetzt richten wir schnell eine LKW-Linie ein. Und zwar vom Depot hier, von unserer Lebensmittelanlage zu ihm hier unten. Kleine Lebensmittelfabrik, unverpacktes Gemüse. Super. Und dann gehen wir auf, ich glaube, das tun wir auf 2000 hin, weil ich glaube, die wollen 2000 pro Jahr haben. Gehen auf Übernehmen. Wie viel braucht Palmer Beach pro Jahr? 4000. Wir produzieren hier 2000. Wir tun also schon mal die Production-Rate ein bisschen erhöhen.
Wie viel war es insgesamt? 2100, dann sollte er Produktion. Produktion pro Jahr 2550. Nee, das ist ein bisschen viel. 2055. Gut. Übernehmen, wir machen gleich eine zweite Produktionslinie. Denn die brauchen ja relativ viel. Dann machen wir dasselbe draus. Unverpacktes Gemüse. 2055. Und übernehmen das. Weil dann wird gleich mehr produziert. Ist natürlich sehr, sehr praktisch. So, wie schaut es mit unserer Vertragssituation aus? Können wir noch ein bisschen spulen? Wir machen jetzt Stück für Stück. Wir tun jetzt erstmal die eine Produktion aufbauen, dann die andere. Wir wollen nicht mal schauen, wie gut das funktioniert. Vor allem habe ich jetzt sehr, sehr, sehr zentral hier gebaut. Vielleicht bauen wir hier in Zukunft hier auch eine Straße noch raus. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir es jetzt sogar schon machen. Construction, Straße, Straße. Das kostet natürlich, wenn ich wieder Gebäude abreiße, ist natürlich eine Straftat, könnte man schon sagen. Aber das wird schon. Okay, unsere Kollegen hier müssten mittlerweile schon noch nichts produziert haben. Ah, sie sind gut auf dem Weg und die LKWs sind auch gleich da. Da fahren schon die ersten. So, und der Sinn hinter dieser Straße ist, dass sie sozusagen dann hier durchfahren, sich dadurch Zeit sparen und somit uns nachher auch weniger Probleme machen, wenn wir zum Beispiel hier eine Lebensmittelfabrik aufbauen. So, die fahren jetzt natürlich leer. Das ist noch nicht so optimal. Warte mal, habe ich die hier? Ja, beides ungepackt. Nee, warte mal. Oh Gott, warte mal, ich habe hier das Falsche ausgewählt. Unverpacktes Gemüse, ich bin ja ein Volldepp. Ja, das können wir gleich mal rausschmeißen. Entsorgungsgeld, ja. Das war Dummheitsgeld. So, und jetzt wird der Erste... Ja, der Erste holt sich jetzt schon ab, perfekt. Bedeutet, gleich sollte sich das hier in ein positives System umwandeln. Wir haben zwar natürlich jetzt noch erhöhte Ausgaben und alles drum und dran, aber in Zukunft sollte sich das dann besser funktionierend sein. Wie viele Linienproduktionen kann ich das da haben? Drei. Ich kann dahinter dann noch bauen und dann tun wir hier noch eins, zwei vielleicht nebeneinander stellen. Weil das ist ja rein hier Agrargebiet. So, jetzt haben wir den Fehler gemacht mit der zweiten Dings. Bedeutet, wir werden nicht die Auslassung hinkriegen, die wir gerne hätten. Aber er sollte, ja, hier schaut an, jetzt kommt erst die ersten Verkäufe rein. Eins von 549 bis jetzt in diesem Jahr, was er aber hätte machen können. Na, schau mal, wie wie schön das Geld hier schon reinkommt. Der macht schon einen Gewinn von fast, bald schon 30.000 pro Jahr. Ja, 30.000 schon. Wie viel haben wir auf Lager noch? Nicht mehr viel. Das ist natürlich eine positive Sache, wenn wir sehen, dass das schon mal funktioniert. Jetzt müssen natürlich die anderen Felder auch nochmal mitkommen wieder. Wie viel haben wir auf Lager? 275. Wir werden in Zukunft 500 auf Lager haben, was natürlich den hier sehr lukrativ macht. Schau mal an. Das ist eine schöne Zahl. Wir werden natürlich uns anschauen müssen, wie viel wir insgesamt da im Jahr rauskriegen. Und wir müssen bald dann auch anfangen, rein theoretisch die ersten Sägewerke zu bauen, damit wir hier die Späne noch abdecken können. Aber wir haben hier zum Glück zwei Leichtindustriegebiete. Sogar drei, vier hier außenrum. Fünf um diese City rum. Dann wird Palmer Beach so unsere Industrie-Area, von der wir aus in Zukunft verteilen werden. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Dann werden wir die Industrie immer hier rumführen. The Horn. Stadtzone verboten. Ich wundere mich, warum. The Arm. Oh, jetzt ist Winter. Erscheint, der macht super Plus. Ich darf hier mal kurz sehen, wie viel wir aktuell im Quartal machen. Aber man sieht schon, wir haben insgesamt im Quartal oder im Monat Ausgaben, die das Ganze übersteigen. Wir müssen also achten drauf, wie gut wir das alles hinkriegen jetzt. Ja, der Rating ist schon bei 69%, ist gesunken, 61%, weil wir wahrscheinlich nichts auf Lager gerade hatten, yep.
Das ist die Sache, wenn du nichts auf Lager hast, dann ist natürlich das ein bisschen blöder. Es ist natürlich hier genug auf Lager und ich hoffe, dass die Kollegen jetzt immer rechtzeitig rein und rausfahren. Um den Laden zu versorgen, weil jetzt sind wir schon wieder bei fast null. Ist vielleicht die Überlegung, ob man sich einen großen LKW anschafft. Also. Warte mal. Kaufen. Depot 1. Es gibt den hier, der kann 160 transportieren. Weil der kann 200 produzieren. Ich habe noch eine Linie. Problem ist nicht, dass das wahrscheinlich unser Rating so ein bisschen zerstört, wenn wir immer nicht genug auf Lager haben. Also müssen wir mal gucken, ob wir hier das Lager leer kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Bedeutet, wir kaufen neue Fahrzeuge schnell. LKW Depot 1. Warum seid ihr um so vieles teurer? Weil ihr könnt 50 km/h fahren, aber liefert weniger. Wir nehmen den. Wo bin ich denn? 4 unterschreibe. Dann kommen die morgen an. Dann sollten die jetzt im Depot sein, oder? Jawohl, auf jeden Fall. Die sind alle da. Gut. Jetzt kann ich der Linie doch hoffentlich auch sagen. Hey, ich hätte gerne, dass die ab sofort für die Route fahren. Als nächstes sollten sie dann fahren, oder? Mit Anhänger, ja. Weil die Sache ist, dass wir nicht genug so sonst hier reinkriegen. Und das zerstört das Rating von dem Laden. Bewertung der Auslastung. Jetzt dürfte aber der große fahren. Ne, fahren immer noch die kleinen. Hä, ich hab doch umgestellt. Linie? Erlaubt er. Achso, warte mal. Ich habe den ausgeschaltet. Ah, so war das. Bedeutet, ab jetzt funktioniert es. Ich schalte die Fahrzeugtypen, die erlaubten, aus. Aber mittlerweile hat natürlich das Lager hier relativ viel auf Lager. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir die Stadt versorgen, so gut wie möglich. Da fliegt nicht bei 4000. Und im Quartal sind das Frühling 1200. Holy Mann. Im Winter braucht der nur 300, was? Der braucht echt wenig. Also Nahrung brauchen sie sehr, sehr viel, aber wenig Textilbekleidung. Wie ist es mit der Textilbekleidung? Müssen wir uns vielleicht auch mal anschauen. Nee, Konstruktion. Chemiefabrik? Nee. Möbelwerkstätte? Nee. Papierfabrik? Auch nicht. Presswerk, Quarzmine, Sägewerk. Textilfabrik, hier. Wir brauchen eine Textilfabrik. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür auch Landwirtschaft, oder? Ja, wahrscheinlich mal Baumwolle. Wir setzen jetzt hier die erste Textilfabrik außerhalb der City auf. Produktion hätte ich gerne hier Textilbekleidung. Du sollst natürlich beides machen. Du machst mir aus Baumwolle. Die wir die hier drüben jetzt produzieren dann. Produktion erhöhen. So. Hätte ich gerne, dass sie mir Baumwolle produziert. Das sind 1000. Ach, guck mal, da kann ich sogar rein. Theoretisch könnte ich hier unterteilen in bestimmten Areas. Speichern.
Wie viel kann der produzieren? 2000, okay. So, was ist, wenn ich es anders mache? Und sag, ich schnippel dich in Einzelteile. Und sag, du tust mir einmal Textilbekleidung machen, einmal... So. Speichern. Und jetzt will ich eine neue LKW-Linie erstellen. Natürlich vom Depot 1 aus. Von hier nach hier. Für Baumwolle. Übernehmen. Gut. Und dann bauen wir noch eine Linie, und zwar von auch mit Depot 1 wieder. Aber wir brauchen noch einen Laden. Dafür brauche ich noch einen Laden. Das wird ein kleiner Modeladen, denn sie sind dumm. Und dann die hier, Depot 1. Von hier nach hier. Und zwar Kleidung. Gut. Also erstens sollte unser Laden hier mittlerweile gut ausgelastet sein. Oder auch nicht. Obwohl ich schon die großen LKWs fahre jetzt. Auf was ist denn das festgelegt? Unsere... Ach, nicht auf 4000, das ist das Problem. 4000 bitte. Wir haben das Ganze auf 4000 ausgelegt und haben es aber nicht auf die Menge 4114. Schauen wir mal, ob ich das, wenn ich das genauso mache, 4114. Sollte ja hoffentlich den Zustand jetzt verändern, wenn das Lager ein bisschen besser bleibt. Aber schau mal, wie viel. Wahnsinn. Der Laden selber macht natürlich gut Geld. Die Produktion ist gerade noch die Sache, weil die kostet uns... Wartungskosten, Produktionskosten. Und verpacktes Gemüse. Ja, wird denn jetzt so getimt, dass eigentlich immer der Kollege hier... Ja, der wartet jetzt natürlich noch auf die Lieferung wieder. Wie schaut es mit dem Lager aus? Jetzt langsam wird es nicht vollgehalten. Hehe. Und ich glaube, dann sollte das auch wesentlich besser sein. Laufende Kosten. Da sieht man's. Das sollte ich ja hoffentlich ein bisschen ausgleichen können gleich mit dem Laden hier. Jetzt bleibt jetzt das Lager voll, jetzt bin ich aber gerade erstaunt. Warum kauft keiner gerade? Ich habe einen großen Teil wahrscheinlich von den Käufen dieses Jahres auch schon verpasst. Das muss ich wahrscheinlich dazu sagen. Also wie viel brauche ich denn hier eigentlich in Palmer Beach pro Jahr an Kleidung? 2952. Na schon, jetzt geht es hier aber auch gut hoch. Zwischendurch fressen die auf einmal die Nahrungsartikel auf wie sonst noch was. Und teilweise nicht, das verstehe ich noch nicht so ganz. Warte mal, Übersicht. Aber wir haben mit Play for one hour. Huch. Achievement. So, wir haben gerade minus 200.000. Das sollte sich hoffentlich mit einem funktionierenden und schnell Shopladen hier relativ gut akklimatisieren. Wir sind schon beim... Nur noch minus 100.000. Ja, der will eigentlich zum Bekleidungsgeschäft. Nee, der will gar nicht zum Bekleidungsgeschäft. Hier kommt wieder ein Nahrungslieferant. Der Laden wird jetzt vollgepumpt mit Nahrung, ich sag's dir. So.
Also Bewertung der durchschnittlichen Auslastung, Bewertung der Produktauswahl, Bewertung der Produktqualität, alles sehr oben. Und wir sind im positiven Bereich, schick. Ja, wir machen jetzt 1 Million im Jahr. Wir sind wieder positiv. Nice. Und das eigentlich mit dem kompletten Rest der Konstruktion schon. Bedeutet, wir sollten relativ bald gut plus gehen noch. Jetzt müssten ja die ersten auch hier angeliefert werden, oder? Müsste es jetzt nicht hier gleich mal losgehen? Oder wie schaut es hier aus? Na, noch nicht ganz. Unser Lager für Lebensmittel ist dafür heftig. Mehr, wie ich erwartet hätte. Aber der nutzt es auch aus. Holy moly. Also das sehe ich gerne, dass das so gut funktioniert, weil Lagerverlauf für Verwendung. Ne, wir nutzen halt viel. Aber der Laden geht auch extrem gut, auch wenn die Bewertung gerade runtergegangen ist, warum auch immer. Haltbarkeit und Zustand sind ja super. Ist ja nicht so, als ob wir die ewig lang auf Lager hätten. Bei solchen Sachen sowieso eigentlich immer schlecht, ne? Bei solchen Sachen kann ich das echt hier zumachen, bitte. Symbole. Lol. Ah, da kann ich sozusagen herzeigen. Quartalsergebnis, Ziel ist 35 Millionen. Wir haben ein 70stel davon. Ah, das wird sich noch ändern. Unsichtbarkeit. Ah. Okay. Das ist das Optionsmenü. Gut. Ja, dann check ich es langsam. Hast du jetzt langsam mal irgendwas geliefert bekommen? Jawohl. Er sollte doch jetzt Artikel herstellen können. Ich finde es auch einen sehr interessanten Ansatz, dass du sagst, hey, ich liefere dir im Jahr so und so viel, anstatt zu sagen, hey, ich liefere dir dauerhaft mit dem LKW Ressourcen. Wie zum Beispiel in Transport Fever, wo du ja eigentlich nur Routen festlegst und sagst, wie viele LKW da drauf fahren. Hier macht es das automatisch und du sagst nur, wie viel du pro Monat liefern möchtest oder im Jahr liefern möchtest an das Ding. Kein Weg nach Textilfabrik 1? Das war letztes Jahr. Das hat sich aber schon geändert. So. Wait, ich kann doch noch die Linien weiter anpassen. Ne, da war was. Wenn ich jetzt sage, ich liefere nur... Na, wann sind die Produktionen immer fertig? Ab Frühling und Herbst bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel die Linie sagen. Dir hier. Du machst nur Frühling und Herbst. Und dann fährt die auch nur Frühling und Herbst. Ha, okay, jetzt langsam kriege ich aber nicht den Dreh raus. Lager hat schon die ersten Klamotten auf Lager, wie es ausschaut. Er müsste doch hoffentlich auch mal die ersten Produkte bekommen. Hoffentlich. So, wenn ich mir hier nochmal meine Produktion anschaue. Warum ist jetzt das zum Beispiel rot? Wenn ich nur Frühling und Herbst auch andere Klamotten liefere. Ich werde halt nicht auf die Produktionskapazität kommen, die ich bräuchte, ne? Und dafür müsste ich hier eine zweite Produktion ranlegen und es geht hier nicht. Bedeutet, ich müsste noch eine zweite Produktion jetzt dann hier einrichten.
Aber die Stadt. Versorgung der Stadt liegt bei 36%. Stadtgröße wächst stetig. Ah, schätze, sie haben schon neue Bedarf. Und zwar Schuhe. Und Holzwerkzeuge. Und Holzspan. Oh, verpacktes Gemüse der. Die Anfrage ist auch gestiegen. Da müssen wir auf die 1600 erhöhen. 1650 machen wir mal hier rein. Man kann sich mit einer Stadt schon so gut beschäftigen, finde ich. Das dauert halt alles seine Zeit, aber es geht dann gut voran. Ach, guck mal, der produziert 3000. Wie viel braucht ihr nochmal? Das eigentlich reicht, wenn ihr beide. ...2,350 produziert. Und du dasselbe. Also hier kannst du in die Viertel-Section, hier kannst du gleich nur ein halbes Section unterteilen, weil ansonsten kriegst du nicht genug raus, aber ich habe jetzt auch nur 1000 in der Production. Aber wir sind jetzt hier gerade zum Beispiel in der Lagerphase für das da. Mhm. Okay, okay, okay. Aber der Laden ist super, der macht uns super Kohle. Und wenn ich mir aufs Jahr anschaue, gleich sind wir hier mit dem Laden schon sehr, sehr gut dabei, weil er macht uns gute Produktionskapazitäten und ich glaube, damit kommen wir schon gut durch. Unsere Textilfabrik arbeitet natürlich noch nicht so gut. Die könnte im Jahr. Ja, die braucht doppelt so viel Textilien für eine Produktion. Bedeutet, ich brauche eigentlich zwei solche Produktionen für eine solche Produktion, um nur 1000 Klamotten herzurichten. Und Bedarf ist 3000. Holy shit, okay. Überleg mal, wie viel ich dafür bräuchte. Ich kann natürlich hier mal die Produktion auf 500 senken. Eigentlich müsste ich dich hier auf 250 senken. Dich auf 250 auch senken. Aber dann würde er genau so arbeiten, wie es sein sollte. Was kosten eigentlich Schuhe? Schuhe brauchen Gummi und Leder. Okay, das ist dann schon eine kompliziertere Produktion. Aber ich finde, Leute, das war's fürs Erste, denn wir haben einen guten Start hingelegt, wir haben die ersten paar Jährchen hier schon überstanden und wir sind im Positiven, bedeutet, wir machen Stück für Stück Geld. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann, ciao.